Guten Tag. Ich habe ein paar Leuten versprochen, dass am Ende vom Krebs kommen sehr schöne Sachen über den Krebs auf jeden Fall. Nicht immer solche Negativitäten, von denen ich da gesprochen habe. Es ist alles nicht negativ. Es ist die Wahrheit. Aber trotzdem, ein paar Leute haben immer das beanstandet und haben gesagt, erzähle endlich mal was Nettes und Schönes über den Krebs. Habe ich gesagt, Erdbeeren mit Sahne, mit wunderschönem Zucker und mit Pfirsich-Maracuja-Sirup kommen es am Ende. Aber die anderen Sachen musste ich auf jeden Fall erwähnen, weil, wie ich gesagt habe, ich gehöre nicht zu diesen Zeitungen, die da schreiben, Krebs ist nett und hat großes Herz und ist lieb und kümmert sich um dich und bringt dir Sicherheit in die Ehe. Dazu gehöre ich nicht. Ich erzähle nur die Wahrheit. Deswegen, die Wahrheit tut es natürlich weh, das ist ja wohl klar. Aber eins muss ich sagen, Krebs bringt in jede Beziehung ein großes und ein besonderes Geschenk. Es ist ein tiefes, instinktives Wissen um die menschliche Natur und den menschlichen Schmerz. Und das findet man heutzutage sehr, sehr selten. Denn wir wissen, dass alle Leute egoistisch sind, ziemlich kalt. Ja, die wenden sich ab, wenn du krank bist und wenn du Probleme hast. Damit wollen die Menschen nichts zu tun haben, das wissen wir alle. Als ich krank war, habe ich den allen Menschen Bilder geschickt vom Krankenhaus und habe ich geschrieben, oh, ich liege hier im Krankenhaus, schau mal, wie es mir schlecht geht. Und alle Leute haben geschrieben, oh, wie schrecklich, oh, wie schrecklich, Marc, schick mir solche Bilder nicht. Da habe ich meine wahre Freunde kennengelernt. Und nur ein paar sind mir bis heute geblieben. So ist das im Leben. Aber auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, es ist wunderschön, mit Krebs zu leben, weil er hat so ein großes Verständnis für dein Gefühl, für deinen Schmerz und er kümmert sich um dich. Allerdings, wie ich gestern gesagt habe und vor 2 Tagen noch, eine Trennung fällt dem Krebs sehr schwer. Und kurz bevor die Trennung kommt, versucht der Krebs, dich zu erpressen. Sexuelle Kälte, Impotenz sind Methoden für den Krebs. Und das sind Methoden, um zu sagen, hol mich bitte hier heraus. Allerdings, Krebs wird nie der Erste sein, der den endgültigen Entschluss fasst, vorzugehen. Du musst den Krebs erstmal beleidigen. Du musst an seinen Gefühlen herumtrampeln. Und du musst kalt sein zu ihm. Du musst seine Träume zerstören und den unterdrücken. Und du musst ihn betrügen. Denn Verrat ist etwas, was Krebs und auch andere Wasserzeichen, Fische auch und Skorpione nicht ertragen können. Und diese Treulosigkeit können sie nie entschuldigen, vor allem emotional, wenn sie es nie tun. Deswegen habe ich das Lied von Nina Simone ausgeführt und vorgeführt, wo es steht, ich gehöre zu den Leuten, auf denen du so herumtrampeln kannst. Und du kannst mich auch verletzen, aber eines Tages, wenn ich Schluss mache, dann ist Schluss. Und weißt du was? Du hast mich verraten und ich kann das vielleicht verzeihen, aber ich werde es nie vergessen. Das war in diesem Lied von Nina Simone, I Hold No Grudge. Also, ich hege keinen Groll und deswegen muss ich nochmal das Lied hier zitieren, weil das Lied passt sehr gut zu dem Bild vom Krebs und anderen Wasserzeichen, also Skorpion oder Fisch. Wie gesagt, betrügen musst du den, unterdrücken, Träume zerstören, auf seinen Gefühlen herumtrampeln. Und weil es geht um ein Nest. Krebs muss eine Sicherheit haben und ein sicheren Nest muss er haben.
Und das ist so, selbst wenn Krebs irgendwo eine Affäre hat, dann siehst du, dass er immer zu den Leuten geht. Da kannst du sehen, bei dir, wenn er zu dir kommt, und da siehst du, dass er immer sich auf einem Stuhl hinsetzt, da wo er denkt, da gehört er hin. Also alle Viere vor sich streckt, und er wird das Ritual vom Essen und Trinken immer einhalten. Denn es geht um die Bindung, und es geht um die Sicherheit und um eine Festigkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig für einen Krebs. Trotzdem habe ich positive Sachen über Krebs erzählt. Denn wenn du den verlierst, verlierst du jemanden, der Herz und Seele hat. Aber für heute leider Schluss.